Heute Abend in Veronas Welt. Herrentorte Helge Schneider. Starmodel Julia Siegel. Und ich bin doch nicht blöd, Joachim Steinhöfel. Ja, schon ein bisschen traurig, aber ich habe jetzt mit Sicherheit einen Gast hier, der wieder die Stimmung hebt und wir werden diesen Schmerz irgendwie verkraften. Er hat ja gesagt, er kommt bestimmt mal wieder. Und jetzt habe ich eine Frage ans Publikum. Hat irgendeiner von euch eine Katze zu Hause oder einen Kater? Ist ja sowas Ähnliches. Keiner? Doch, da hinten. Eine Freiwillige. Komm, auf dieser Seite. Keine Katze, kein Kater. Da haben wir es. Okay, dann wisst ihr doch auch sicherlich, ihr drei immerhin, was eine Katze so richtig froh macht. Könnte es vielleicht ein... Katzenklo! Ja, ich habe das weltklügste Publikum. Und hier ist Helge Schneider! Du hast noch kein Wort gesagt und mein Publikum flippt aus. Das muss, weiß ich nicht, das ist Magie. Ja, och. Warte mal eben, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Erstmal, ich muss mich auch... Na, was haben wir denn da? Vorbereitet. Tag. Tag auch, ne? So, jetzt müssen wir improvisieren, denn das war die ganze Vorbereitung. Ja, das war die ganze Vorbereitung. Jetzt wollen wir Gucken, was passiert. Ja. Ja, du hast ja auch eine Gitarre mitgebracht und ich bin ganz begeistert von dir. Du bist nicht nur Buchautor, Regisseur, Schauspieler, sondern bist auch ein ganz toller Musiker. Du spielst 8 Instrumente. Ich besitze 8, aber ich spiele keins. Ja, ist auch gut. Auch gut, ja. Ich habe zum Beispiel ganz viele Instrumente. Ich habe bestimmt, doch so viele? 200. 200? Oder 1000. Oder lassen wir mal 30 Instrumente sein. 30 ist eine gute Zahl. Aber da kann ich auch nicht überall drauf spielen. Aber die machen ja auch eine schöne Deko, ne, wenn man sie vernünftig platziert. Ja, aber man kann auch, wenn dunkel ist, kann man sich schön hier die Schienbeine kaputt machen. Ja, ich meine, ihr lacht, das ist völlig logisch. Ja, wenn man nicht aufpasst, kann das passieren. Helge, du hast ja einige Bücher geschrieben. Ist das dein Tee oder meiner? Das ist dein Tee, den stellen wir gleich mal hier so ein bisschen rüber. Ich sagen, dann kommt er nicht hier hin. Ne? Ja, da gehört auch genau in die Mitte. Und zwar 2 Bücher. Ich habe in diesem Buch Eiersalat ein bisschen drin rumgelesen. Ja? Ja, ich habe auch Zeugen, die haben das gesehen. Mhm. Und in diesem Buch habe ich noch gar nicht drin rumgelesen, weil die Buchstaben da etwas kleiner sind. Darf ich das mal in die Kamera halten? Helge, hier schreibt eigentlich Helga Maria Schneider. Ist richtig. Das deine Frau, deine Freundin? Nee, das bin auch ich. Das ist interessant. Ist ein Künstlername. Also, aber eigentlich auch nicht richtig, denn mein richtiger Name, Helge Schneider, ist ja da drin. Ich habe nur das E ausgetauscht, ein A. Dann habe ich dazwischen... einfach einen Mädchennamen noch reingetan. Kann ja mal so passieren. Und einen Rock angezogen. Aber ich habe es jetzt auf jeden Fall nicht mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu tun. Nö. Gut. Ich meine, wir machen langsam Fortschritte. In diesem Buch erzählt Helga Maria Schneider, dass die Männerwelt im Grunde genommen ganz schön ungerecht ist. Und dass man richtig. Den uns Männern... Frauen gegenüber. Uns Frauen gegenüber. Was gefällt dir denn als Frau nicht in dieser Männerwelt? Das Chauvinistische. Das ist also ein Fremdwort, bitte übersetzen. Ja, was das heißt, weiß ich nicht. Ich habe gewusst, wir verstehen uns gut. Ja, das ist jetzt wirklich kein Witz. Ich bin mal, als ich das Buch geschrieben habe, bin ich mal für eine Zeit lang einfach geistig in die Rolle einer Frau geschlüpft. Ich habe mich als Frau gefühlt, immer jeden Tag eine Seite lang. Ich habe jeden Tag eine Seite geschrieben auf meiner Schreibmaschine.
Und dann habe ich mir irgendwie so überlegt, wie ist das denn, wenn ich jetzt eine Frau wäre? Und ich habe meine Gedanken aufgeschrieben, eigentlich in Form einer Geschichte, die jetzt hier in Eiersalat praktisch abgedruckt wurde von der Firma, die in ihren Druckerei, in ihrer Druckerei mit den Leuten, die da arbeiten, gedruckt haben, die Sachen, Seiten gedruckt haben und nummeriert und all das, was dazugehört. Und da muss ich mich auch für bedanken. Gut, dass es solche Leute gibt, ne? Ja, ja, also jetzt frage ich mich, du bist verheiratet, du hast zwar 16 Jahre lang vergessen, deine Lebensgefährtin zu heiraten, ist ja ein Zitat von dir. Inzwischen bist du verheiratet und hast auch zwei Töchter. Zwei große Töchter, eine ist 19, eine ist, glaube ich, 16. 17, ja, 17 schon. Wie lebt sich denn mit drei Frauen zu Hause, die auch Schneider heißen? Ja, die heißen ja nicht Schneider. Das haben wir schon von vornherein, damit der Name Schneider nicht zu viel gibt. Es gibt ja schon auch viele Schneider. Im Telefonbuch heißen die anders. Aber nicht anders, sondern anders. Nicht anders. Okay, verstehe. Also, damit da keine Schneiderei mitgemacht werden. Genau, damit die nicht, zum Beispiel meine Kinder, damit die nicht, die anderen nicht sagen, guck mal, Schneider oder Katzenklo. Katzenklo. Hast du denn auch schon mal so ein bisschen Katzenstreu verteilt für die Fans? Früher habe ich oft Autogramme gegeben auf Katzenklos oder auch auf Katzenstreu. Auf Katzenstreu. Da kann man mit dem Finger reinschreiben. Ach, auf die Partikel. Nein, nein, auf die Partikelchen mit einem Miniaturkugelschreiber. Also, ich weiß ja nicht, was dieser junge Mann hier gerade versucht, mir zu erklären. Aber es ist schon wieder Zeit, meine Lieblingsserie anzukündigen. Helge, ich hoffe, du bist mit im Bild. Hier, wie jede Woche, unsere Serie Kleine Pleiten, große Pleiten. Was soll ich sagen? Helge Schneider hat sich gerade gemütlich gemacht und es ist Zeit für meinen zweiten Gast. Ich möchte sie kurz beschreiben. Also unser erfolgreichster Schlagerkomponist Ralf Siegel hat einen wahren Hit geschrieben. Dieser Hit hat endlos lange Beine, ein strahlendes Lächeln und bringt eine große Portion Humor mit. Sie heißt Julia Siegel. Julia Siegel, du darfst dich da aufs Sofa setzen. Ja, so wurde ich noch nie reingetragen. Was hast du mit den Jungs da draußen gemacht? Oh Gott, ich habe sie überredet. Du hast sie überredet. Ja, aber leider mussten noch zwei draußen bleiben. Also alle haben nicht mehr unter mich drunter gepasst. Obwohl du ja sehr groß bist. Wie groß bist du? Ich bin 1,78 Meter, aber ich bin sehr leicht. Du bist sehr leicht. Das sieht man, ich schätze mal so 53 Kilo? Nee, 56. 56. Pure Muskulatur. Ja, aber es war schon knapp dran. Jetzt habe ich deinen Vater eben mit angekündigt. Das ist ja ein großer Name. Du hast inzwischen aber auch eine hervorragende Karriere gemacht als Model, Moderatorin und Schauspielerin. Und Mutter. Und Mutter, das ist auch nicht so einfach. Und jetzt ist es ja so, dass man immer denkt, der Name hilft einem. Also ich weiß, dass es auch anders sein kann, aber erzähl uns doch einfach mal was darüber. Also, die freuen sich immer. Ich weiß ja nicht, was hier Helge so macht. Nichts gemacht, überhaupt nichts. Nichts gemacht, na, also grundsätzlich würde ich mal sagen, hilft der Name einem nicht, weil man muss ja selber Leistung bringen. Ohne Leistung kann man auch keinen Erfolg haben. Da kann ich weiß Gott wie heißen und es bringt mir überhaupt nichts. Im Gegenteil, es ist eigentlich schwerer, weil von einem mehr erwartet wird. Man muss mehr beweisen. Und du hast ja irgendwann mal, ich weiß nicht, in welchem Alter du damals warst, den Namen einfach umgedreht. Wie heißt Siegel umgekehrt? Siegel umgekehrt heißt Legeis. Legeis. Und ich habe mit dem Modeln angefangen unter dem Namen Julia Legeis und das ging eigentlich alles einigermaßen gut, bis ich dann bei Koschwitz landete und da mir ein Malheur passiert ist und danach war eigentlich das Outing da, Name Siegel und alles lief mit dem Namen Siegel genauso gut. Jetzt hast du es so bescheiden gesagt, du bist ein wirkliches Topmodel. Ich habe wunderschöne Bilder von dir gesehen, wir werden nachher auch noch ein paar zu sehen bekommen. Aber das kleine Malheur, Helge, ist dir schon mal während der Sendung ein Zahn rausgefallen? Ja. Ich habe wohl eine Frechheit. Welcher denn, Helge? Ja, der, da hinten. Da, der, aber ne, jetzt sitzt er wieder. Eine Plombe, vor einer Sendung, eine Plombe. Aber nur eine Plombe. Aber so eine Zahn, ist dir ein Zahn rausgefallen? Ja, der hier. Der? Gleich da vorne. Und jetzt ist er aber der wieder Ponson drin. Ja, der ist aber nicht echt. Kannst gucken, das ist nicht echt. Ja. Aber ist der schönste in meinem Mund, finde ich. Na, ja, und die beiden daneben sind aber auch nicht schlecht aus. Also damit kann man... Ja, ja. Na, da ist er. Ich meine, ich sehe das ja hier aus. Okay. Am besten
wir schauen uns einfach mal an, wie du ohne Zahn aussiehst. Ohne Zahn? Also, das ist wirklich ein super Clip. Ich bin ganz gespannt drauf. Aber jetzt sitzt er wieder. Die Schraube ist da drin und da wurde es wieder reingeschraubt und jetzt geht es wieder einigermaßen. Jetzt sitzt er wie eine Eins. Ja, Helge, ich habe mir damals deinen Kinofilm angeguckt, Texas. Ich habe lange darüber nachgedacht, ich habe ihn nicht begriffen. Vielleicht kannst du mir nachträglich noch ein bisschen helfen. Mit dem Film jetzt? Ja, mit der ganzen Geschichte. Oh, ist ja für mich auch schon lange her, ne? Ja. Sagen wir mal, die Geschichte ist ja, ja, die war, dass da der Cowboy war mit dem Pferd. Das Pferd. Das Pferd hat auch mitgespielt. Da muss ich sagen, hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit dem Pferd zu reiten. Ja. Die ganze Geschichte mit dem Reiten fand ich gut. Ich musste schon ein halbes Jahr vorher mit dem Pferd anfangen zu reiten, weil ich ritt vorher noch nie. Und dann habe ich also dank diesem Film reiten gelernt und habe jetzt eine Pferdefarm in Marokko. Ach nee, da bin ich ja gar nicht. Das ist ein Bekannter von mir. Aber es hört aber sich ich halt war gut selber an. Noch nie da und ich kenne den auch gar nicht gut. Aber ich würde gern mal wieder reiten. Aber ich habe kein Pferd. Du hast kein Pferd. Julia, bist du sportlich, was Tiere betrifft? Ich meine, hast du ein Pferd, einen Hund? Gehst du joggen mit deinen Tieren? Also ich wollte immer reiten. Mein Papa hat immer Nein gesagt. Dann hatte ich ihn überredet, dass ich reiten durfte. Bin ganz, ganz stolz in diesen Reiterhof rein und hatte nach 10 Minuten eine Pferdeallergie und hatte alles angeschwollen. Und dann bin ich aufs Golfspielen und Go-Kart-Fahren umgestiegen. Und mein einziger Sport ist eigentlich Go-Kart-Fahren und Billardspielen. Go-Kart fahren und Billard spielen. Würdest du sagen, dass du im Billard spielen richtig gut bist oder ist das so, naja? Also Geld verdienen könnte ich damit nicht und man kann auch nicht so rabiat sein wie beim Go-Kart fahren. Also Go-Kart fahren ist gefährlicher mit mir. Man sollte besser immer hinter mir sein und nicht vor mir. Sind das denn diese Go-Karts, also unter, ich war jetzt irgendwann auf einer Kartbahn, die Go-Karts haben ja auch einen Motor. Fährst du jetzt so mit Fußpedale? Wie nennt sich das denn? Helga, hilf mir doch mal. Wie nennt man das denn? Ja, mit Pedale, ne? Pedale. Pedale, ne? Oder? Fährst du mit Pedale oder mit Gaspedale? Mit Gaspedal fahren ist es toll, weil ich habe ja keinen Führerschein und kann nicht Auto fahren. Und beim Autofahren hat man, glaube ich, den rechten Fuß für alle Pedale. Und beim Go-Kart-Fahren ist es ganz einfach rechts Gas und links die Bremse und einfach nur lenken. Und wenn man irgendwo dagegen fährt, ist auch nicht schlimm, das macht Spaß. Und keine Kupplung? Nee, Kupplung gibt es ja nicht. Nur ich, also Gas und Bremse. Keine Kupplung. Gas und Bremse. Aber wir haben noch eine Kupplung im Auto noch, ne? Wir ja. Ja, ich nicht. Ja. Nee, ich nicht. Ich habe die Führerscheinkupplung noch nicht geschafft und nicht probiert. Noch nicht. Also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Du nee, hast keine Automatik. Kupplung. Ich habe Automatik. Dann hast du ja nur ein. Nee, zwei. Nee. Zwei Pinne. Wie? Aussteigen. Während Julia jetzt ein bisschen an Helges Haar tupiert und ihn versucht irgendwie schön hinzukriegen, ich meine, der Mann sieht gut aus, keine Frage. Was reimt sich auf Frage? Ferrari, zwar nicht ganz, ist egal, weil jetzt ist Zeit für Fari im Ferrari. Sehr sensibel, ne? Angekommen und hat mir natürlich eine Kassette mitgebracht. Fari, auf dich ist Verlass. Möchtest du heute vielleicht aufs Sofa? Nee, lass mal. Ich meine, Helge hat so eine ähnliche Frisur. Nur nicht weglaufen. Wir haben das gleich. Ich nehme den jetzt einfach mit. Da war noch auf dem Sofa. Boah, ist das ein Dickmops. So. Ja, nochmal ein kleiner Applaus für unseren Fari. Gut. Man kann ja sagen, was man will über Haustiere auf Faries Verlass. Er hat wieder eine Videokassette besorgt, diesmal nicht von Ingo, sondern von, na, Theo West. Und Theo West hat sich wieder auf die Suche gemacht, nehmen wir die Fernbedienung, Theo West hat sich wieder auf die Suche gemacht nach Abenteuern mit kleinen Tierchen. Okay, Film ab! So, Fari hat sich gemütlich gemacht, ein kleines Täuschen, warum auch nicht. Ja, was haltet ihr beide von Fußball, Helge? Ist Fußball was für dich? Weiß ich nicht, da. Julia, vielleicht springst du ein? Damen-Fußballmannschaft in der dritten Liga von Unterhaching.
Von was? Von Rothaarigen? Ja, was? Unterhaching. Er kämpft sich gerade in die erste Liga hoch. Echt, du bist richtig gut informiert. Nee, ich habe von Fußball gar keine Ahnung und hab eigentlich, Fußball ist so gar nicht mein Ding. Ist also, gar nicht so? Nee, man hat mir gesagt, du bist so fußballbegeistert. Nee, ich meine, man ist eigentlich immer da begeistert von Berufen, wo man die Leute auch kennt, und ich kenne keine Fußballer und deswegen mag ich Fußball auch nicht. Na, warum lächelst du denn da so charmant? Ich kenne einen und der heißt Toni Polzer, das ist ein ganz lieber Freund von mir. Ja, und da habe ich mir gedacht, wenn ich ihn schon so gut kenne, kann ich ihn auch mal überraschen. Wir haben letzte Woche einen kleinen Film gedreht und ich habe sogar ein Tor geschossen, ob ihr es glaubt oder nicht. Film ab! Wer sich Veronas Welt inzwischen ein paar Mal angeschaut hat, weiß natürlich genau, was jetzt passiert. In dieser Sendung gibt es nicht nur hübsche Männer und hübsche Frauen mit großen grünen Augen. Nein, wir haben natürlich auch immer ein bisschen Musik für Sie und Sie wissen, von wem hier die Rede ist. Aber erstmal einen riesigen Applaus für unseren Mambo Kurt. Ja, der Mambo wird uns gleich verraten, welches Lied wir heute hören. Und die Eastie Boys singen ja jede Woche ihre alten geklauten Lieder im Originalton, mit Originalstimme und vor allen Dingen im Originaldeutsch. Chen, egal. Mambo, was haben wir denn heute? Heute ist es Thriller, geklaut von Michael Jackson. Selbst Michael klaut. Hier sind die Eastie Boys. So geht's weiter. Erotik, Randale und Komplimente. Ja, wie fühlt man sich denn als Kotzbrocken der Nation? Da musst du Helge fragen. Gleich in Veronas Welt. Ich bin ja nicht blöd. Monatelang hat er uns mit seiner Werbung im Fernsehen genervt. Ich kann nur eins sagen, gut, dass wir verglichen haben. Hier ist ein Fall für Verona. Film ab. Ich würde sagen, gut, dass wir verglichen haben. Hier ist Joachim Steinhöfel. Hallo. Zwei. Du darfst dich da in die Mitte setzen. Er ist tatsächlich gekommen. Ja, wie fühlt man sich denn als Kotzbrocken der Nation? Da musst du Helge fragen. Nee. Unseren guten Helge, Helge. Achso, bin ich jetzt gefragt? Ich glaube, der junge Mann hat dich angesprochen. Ich bin ja gar nicht Kotzbrocken Helge, der Nation. Helge, wir haben dich lieb. Oh, ich stehe zu dir. Ich habe sie gefangen. Für dich, Helge. Danke. Joachim, jetzt habe ich dich so begrüßt, aber in Wirklichkeit, glaube ich, steckt dahinter doch ein ganz netter Mensch. Ich kenne dich noch nicht persönlich, habe dich jetzt erst kennengelernt, aber ich weiß so ein paar Dinge über dich und du scheinst gar nicht so widerlich zu sein. Tust du nur so? Ich gebe mir große Mühe, aber hin und wieder geht's halt mal in die Hose. Ich weiß nicht, was du über mich rausgefunden hast. Die Leute recherchieren ja sehr lange. Ich weiß nur eins, dass ich mit Helge eine Stunde in einem Zimmer lag und wir uns verabredet haben, am Wochenende eine schöne Grube auszuheben in Mühlheim, Helge. Eine Grube? Was ist das? Zusammen wollten wir uns mal am Wochenende eine 30 Meter Grube ausheben. 30 Meter Grube? Was ist das? Wo dein Studio steht. Da vergraben wir dann deine Instrumente und dann haben wir unsere Ruhe. Genau. Da wird alles vergraben? Aber dann kann der gute Helge doch gar keine Musik mehr machen. Dann ist die ganze Nation traurig. Ja, ich bin auch hin und her gerissen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg wäre. Helge. Ja? Er will deine Sachen begraben. Ach, das ist doch nur Spinnerei. Das ist doch, er ist nervös. Er will hier irgendwie... Julia rückt auch schon weg. Helge hat versprochen, mich nicht reinzureiten. Nee, ich... Na? Alles klar. Wo wir beide grüne Teetrinker sind. Genau, er trinkt ja angeblich auch grünen Tee. Ja, weil man den später wiederverwerten kann. Weiß ich nicht, warum er grünen Tee trinkt. Ich weiß nur, warum ich grünen Tee trinke. Und warum trinkst du grünen Tee? Weil die hier keinen anderen haben. Joachim.
Ich weiß von dir, dass du in Wirklichkeit Anwalt bist. Wir haben das eben in dem Film ganz kurz gesehen. Das war nicht nur gespielt. Und du hast sogar dein Jurastudium, glaube ich, in 6 Jahren abgeschlossen. Und das soll ja unter den Juristen rekordverdächtig sein. Herr Julia, du lachst. Ich verstehe das auch nicht ganz, aber mir hat es ja meine Gründe. Ich meine, ich habe ja meine Gründe, aber warum lachst du? Österreich oder Deutschland Jurastudium? Deutschland, soweit ich mich erinnern kann. Zweites Staatsexamen? Ja. Mit Referendarzeit in 6 Jahren? In 6 Jahren. Ah, ja. Ist das gut? Note? Darüber möchte ich hier nicht also, reden. Also haben wir es doch. Das muss man ja bezahlen. Das sind nur 12 Semester? Ich sage, das sind doch 12 Semester. Das ist doch unheimlich viel. 12 Mal. Ja, das kann man auch so ausdrücken. Jetzt. Ist ja nicht ganz verkehrt, was er da sagt. Es ist nicht ganz verkehrt. Im Grunde ist es ein Wahnsinn, wie viel Zeit man auf der Uni verbringt. Allerdings trifft man auch hin und wieder Studenten und Studentinnen, mit denen man sich austauschen kann. Und es gibt ja auch viele interessante Fragen, die man sonst erörtern kann. Zum Beispiel, ob die Frikadellen in der Mensa besser schmecken als bei Mutti zu Hause. Auf jeden Fall sind sie billiger. Und ich denke, also das mit den 12... Das mal... Ja, mit den 12 Semestern habe ich es ja verstanden. Das ist so wie Frauen, die sagen nicht, ich wiege 55 Kilo, die sagen, ich wiege 25 Pfund. Ja, aber 25 Pfund sind doch 60 Kilo. Ja, ist ja auch egal. Ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben. Aber du hast es tatsächlich, gewagt ist eigentlich das richtige Wort, du hast es getan. Du hast Veronas Welt verglichen mit einer wunderbaren Bar. Ich glaube für, wie sagt man, da wäre verkehrt denn eigentlich da? Ist eine Art Stammkneipe jedes besseren Hamburgers. Jedes besseren Humores? Hamburgers. Hamburgers. Nach dem Essen, was die denn? Leute, die da leben. Ach, das ist da es, auf jeden Fall gibt es da Frikadellen und die sind billiger als bei dir zu Hause. Vielleicht schauen wir uns den bei Spaß an. Bei mir gibt es doch gar keine Frikadellen, bei mir kocht doch gar keiner. Okay, wir wollen doch jetzt einmal mal gucken. Joachim hat es wirklich verglichen und ich bin mir ganz sicher, wir haben gewonnen. Film ab. Hat sich auf den Weg gemacht und jetzt ist er hier. Helga hat hier ein kleines Tonproblem, aber selbst ist der Mann, wie man so schön sagt, dein Wappen ist hier verkehrt rum. So, danke. So. Jochen, wie geht's denn bei dir weiter? Willst du weiter die Leute so, ja, was ist das eigentlich? Du bist so ein rasender Reporter, kann man sagen. Ja, das war eine Werbeaktion, die war einmalig, die hat man jetzt kurz vor, oder einmalig in dem Sinne, als dass es eine einmalige Aktion war, diese 5 Spots zu drehen. Ob das irgendwann weitergeht, das steht noch nicht fest, wenn dann gegen Ende des Jahres, aber jetzt im Frühjahr kommt erstmal eine neue Werbeaktion. Da haben wir versucht, Helge Schneider zu gewinnen. Aber während des Spots ist er immer eingeschlafen. Zu teuer. Helge ist einfach zu teuer. Jetzt heißt ja der vom Mediamarkt der Werbeslogan, ich bin ja nicht blöd. Würden die mich trotzdem nehmen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Wenn ich darauf eine ehrliche Antwort gebe, bringe ich mich in die Bredouille. Ich denke, Verona, du warst sogar mal vorgesehen. Ja, weil ich kann das ja aussprechen. Tatsächlich? Ich bin ja nicht blöd. Da musst du aber auch noch den Firmennamen voransetzen. Nee, das wäre Schleichwerbung. Das machen wir nicht, Helge, ne? Das machen wir nicht. Ich habe jetzt gar nicht zugehört. Dann frage ich halt einfach mal zur Abwechslung wieder. Julia, wir haben hier ein Playboy-Heft liegen und ich finde die Bilder wunderschön. Dürfen wir eins zeigen? So, nur so zwischen Helga und Helge. Helge danke und schon. Also ich habe da ein Lieblingsfoto entdeckt und zwar stehst du da an der Straße als Anhalterin. Ja. Und das gefällt mir ganz besonders. Du darfst das nicht sehen. Und? Schön. Ist wirklich schön, ne? Ihr würdet mich auch mitnehmen. Er wird mich da stehen lassen, mit Sicherheit. Einfach vorbeifahren. Ich zeig das mal hier so rüber. Na, ist das nix? Also, du hast wirklich eine Topfigur. Und es muss auch ein sehr guter Fotograf gemacht haben. Wie war denn das, einfach so auf der Straße zu stehen, nur mit so einer kleinen Handtasche? Du, es war um 5 Uhr in der Früh und die Einzigen, die vorbeikamen, es waren 2 Polizisten auf dem Motorrad. Und da habe ich mich ganz, ganz schnell wieder angezogen, aber die hatten schon mitbekommen, was wir gemacht haben. Aber ich meine, das ist ja alles vorbei, das ist jetzt ein paar Wochen her. Ich finde es viel interessanter, was mit dir ist um Playboy. Ja, also ich bin ja eigentlich auch ganz begeistert vom Playboy, weil ich es immer wieder klasse finde, Leute im Playboy oder beziehungsweise Frauen zu entdecken, die ich eigentlich ganz gut kenne, weil früher oder später kriegt der Playboy doch jeden, ne, Helge? Ja, ich habe auch schon Anfragen. Da wenn schon im Playgirl, würde ich sagen. Also ich gibt's das? Ja, da kommen immer nackte Männer rein. Ja. Würdest du dich ausziehen? Ja, klar. Ihr habt es alle gehört, ne? Ich meine... Ich meine, wenn du möchtest. Nicht hier jetzt, hier, ihr Ferkel.
Man muss in der Zeitung, ja, aber nicht hier so vor den Leuten. Gut, ich ziehe mich auch öfters aus, ist dann meistens zu Hause. Also ich habe eigentlich entschlossen, mich nicht für den Playboy auszuziehen. Ah, aber das Leben steckt voller Überraschung und man weiß ja nie. Richtige und deswegen Entscheidung kann ich nur sagen für dich. Ja? Ja, ich würde noch warten. Einfach noch warten. So nochmal Bond abdrehen und noch so ein paar andere Hollywood-Filmchen und dann irgendwann mal für 1 Million wie Kathy Witt. Dollar. Aha, du meinst also, je länger ich warte, umso höher steigt mein Preis. Mit Sicherheit, weil wenn der amerikanische Playboy anklopft, dann ist der Preis ganz, ganz hoch. Und da würde ich einfach noch warten. Ich meine, du bist schön und wir genießen es, dich so anzuschauen und es müsste erstmal reichen. Ja, von Frauen zu Frauen. Ich meine, danke schön für das Kompliment. Trotzdem. Was hat denn nackend mit Geld zu tun, möchte ich jetzt mal fragen. Was nackend mit Geld zu tun hat. Ja, bei dir nicht viel. Nacken grundsätzlich bei mir eigentlich wahrscheinlich nicht. Sehr viel. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, da zahlen ich die Leute, damit schon. Er sich nicht auszieht. Oder? Richtig, richtig. Bei mir ist es zum Beispiel vollkommen andersrum. Ja, das Geld also, über die Probe investiert. Das ist ja auch sehr gut nachvollziehbar heute Abend. Also jetzt ist es wieder Zeit für einen kleinen Film. Sie merken, diese Sendung. Wie sagt man so schön? Schwamm drüber. Ich hoffe, dass es nicht so weitergeht, aber ich muss mein Wort halten. In jeder Sendung bekommen Sie halt eine Chance. So. Ich habe hier in dem Buch Nummer 1 nämlich auch was ganz Schönes entdeckt. Das hat nämlich auch mit Helge zu tun. Ich weiß, wie Helge als Teenager aussah. Gar nicht so schlecht. Aber erstmal musst du uns die Geschichte erzählen. Wie war das mit deinen Haaren? Hm? Du hast immer so ein kleines Haarproblem gehabt. Dabei sind Haare? Die so vielzählig vorhanden ja, bei jetzt, dir. Jetzt komischerweise habe ich die alle noch, ja. Die sind auch alle echt, ich oder? Ich habe jeden Tag zweimal die Haare gewaschen. Wahnsinn. Zum Beispiel früher. Hm. Und jetzt? Ja, jetzt wasche ich die einmal in zwei... drei Wochen, zweimal, je nach, alle vier Tage, sag ich mal, alle fünf Tage, alle drei, je nachdem. Und gestern Abend habe ich mir die Haare gewaschen. Gestern Abend für diese Sendung hier? Und danach habe ich 4 Bier getrunken. Die Perücke ist mir mehr wert wie Gold. Ne? Also ihr müsst ein paar Man hat auch seinen Stolz. Die Perücke ist aus Korea, sagt Helge gerade. Wir müssen vorsichtig sein mit der, ich weiß nicht, ob die aus Korea ist, die ist von Hairshop 2000. Also made in Korea. Also ich muss. Du doch nicht so, als wenn du das nicht wusstest. 100% Mona Fieber, made in Japan steht hier. Auf der anderen Seite steht made in Japan. Das sieht aus wie Gil. Das also, ist eine Wendeperücke. Wie sieht das aus? Wie Gil, dieser Teenie Superstar. Gil? Gil mit der Gil. Gitarre, der Sohn von Obi ja. Afrai. Nee, Abi Ofrain. Ja, von meinem Vater. Ist das jetzt Gil oder bist du das? Das bin ich. Das bist du. Okay, so sah Helge Schneider als Teenie aus. Inzwischen ist er ein bisschen älter geworden. Ja, Helge, ich würde sagen, du hast früher viel Shampoo gebraucht. Ja. Ja, vorhin haben wir uns von Ingo verabschiedet. Das ist eigentlich wirklich traurig, aber Ingo hat natürlich auch eine Kassette hier gelassen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich schaffe, die Kassette ohne Ingo zu sehen. Aber eins muss ich ja sagen, früher habe ich immer damit gerechnet, dass er noch reinplatzt. Und das hat er auch was. Jetzt kommt er ganz bestimmt nicht. Ist aber natürlich nur für heute. Nächste Woche sind wir wieder da. Helge, bist du so nett und würdest dich von allen meinen Gästen verabschieden? Ja, kann ich machen. Okay, das kann zwar dauern, aber... Erstmal vielen Dank für die Einladung hier, Sabine Christiansen. Ich habe mir die Sendung ein bisschen anders vorgestellt, aber es hat mir ganz gut gefallen. Heute Abend war hier Joachim Steinhöfel. Dann... Achso, da bist du, ne? Achso, das soll er sein. Giulia Siegel. Giulia. Falsch geschrieben. Helge Schneider. Wir wollen doch auch mal nach Hause, ne? Und vielleicht darf ich übernehmen. Ja, genau. Weil sonst kommen wir ja doch nicht nach Hause. Und jetzt sind sie noch einmal für euch da, die California Dream Men!